Wir machen weiter mit dem nächsten Kampf. Es ist das erste Halbfinale im Elite Full Muay Thai Tournament. Die Klasse bis 85 Kilo über 3 Runden a 3 Minuten. Ich rufe dazu als erstes in die blaue Ecke aus Frankreich. Cedric Tusch! Adressez à tous ceux qui ont envie de vaincre. L'Algérie, non. Marseille, pour tous les quartiers de France. Soit tu as la rage, soit tu n'as pas. J'ai reconnu la voix, celle qui fait trembler les bois. C'est une spéciale pour les mecs qui en bas. Lève ton bras en l'air, tu tiens la révolte. En attendant la récolte, tu craches les pionniers. Humain, moi, tu sales comme une chameau. Dédié à ceux qui m'ont donné la vie de prendre le micro. La vie ça tient à rien, j'aurais pu flancher. Tu es pour des billets, mais j'ai préféré crier. Tu entends pas, c'est la rue qui parle. Tu vécu dans les trous, mais tu peux t'élever. Ich muss sein Gegner in die rote Ecke. Aus Deutschland, Simon Hinke! Ich darf Ihnen beide Kämpfer vorstellen. Der Kämpfer zu meiner Rechten in der Blaudecke, 24 Jahre alt, 1,89 Meter groß, gewogen mit 84,5 Kilogramm. Er hat einen unglaublichen Kampfrekord. 30 Kämpfe, 30 Siege, 24 seiner Siegebände davor zeitig durch Knockout. Er ist Weltmeister nach Version der Rika, des WFNC und der IFMA. Vom Muay Thai aus Saargebiet Frankreich, Cedric Tusch! Gegenüber der Rotlücke, 23 Jahre alt, 1,89 Meter groß, gewogen 4,9 Kilogramm. Bisher 22 Kämpfe, 14 Siege, 7 beendete er vorzeitig durch Knockout. Er ist amtierender deutscher Meister im K1 nach der Sohn des WFMC. Vom Chanadok aus Heidelberg, Simon Hinke! So, ein Hinweis an den DJ, bitte die Thai-Musik einzuspielen. Auf geht's, Simon! Thank you.
Wirklich kommt es an die Rückfahrt zur ersten Runde Round 1. Ende der ersten Runde. Thank you.
DJ, wir haben 20 Minuten Pause beim Muay Thai, du darfst gerne die Muay Thai Musik weiterspielen. Seconds out, Betreuer wieder aus dem Ring. Und Ring frei für die zweite Runde, Round 2. Ende der zweiten Runde. Thank you.
Seconds Out, Betreuer bitte aus dem Ring. Rückplatziert dritten und der letzten Runde, Round 3. Das kommt für uns. Die Kampfrichter haben entschieden. Einstimmiger Sieg nach Punkten und der erste Teilnehmer im Finale. Der Kämpfer aus der blauen Ecke, Sedlin!